Willkommen zurück zu Spectropes 2, jenseits der Portale. Und ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen eingekauft, Samen erfahren, was es mit den vier gruseligen Typen auf sich hat. Und ja, wir haben... Und wir haben ein neues Spectropes bekommen. Und zwar der Wilma Ficken 000. Weiß nicht, ob das ein Schreibfehler ist, aber Wilma Ficken 000. Und wir müssen jetzt ins Museum, um da uns Fossilien zu holen von einem Mann, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht. Genau, Moment. Wieder diese ewig lang. Ganz ehrlich, in diesem Fall wäre das. Moment, nee, das ist das Falsche. Genau. Hier. Hier in die Mitte. Oder? Nee. Falsch. Hier rüber. Das wäre schon optimaler. Oh, stimmt. Timer nicht vergessen. Timer nicht vergessen. Ja, und jetzt sind wir hier auch schon auf der Terrasse. Ich vermute mal, wir müssen hier hoch. Da ist das Museum, schätze ich jetzt. Ja, das Museum, genau. Und jetzt müssen wir eigentlich mit einem Typen reden. Genau, mit diesem Typen hier. Hallo Webster, lange nicht gesehen. Oh mein Gott. Sind Sie das, Raylan? Falls Sie Fossilien wollen, das können Sie gleich vergessen. Was? Tun Sie nicht so. Ich weiß, dass das Spectrops Labor mit den Fossilien angegriffen wurde. Wenn Sie wissen, dass ich alle Spectrops verloren habe, warum wollen Sie mir dann nicht helfen? Nein! Nicht zu fassen. Das ist Hitler. Das ist definitiv Hitler. Fehlt ihm nur diesen hübschen, klassischen Bart und eine anständigere Frisur, aber ansonsten, ja. Hat gewisse Züge. Wenn Sie so weiter wichtig waren, hätten Sie eben besser darauf aufpassen müssen. Oh Gott. Ich vertraue niemanden Fossilien an, der nicht weiß. Oh Gott, das ist schon wieder der große. Wie man mit hinausgehen zu gehen hat. Es herrscht erst seit ein paar Monaten Frieden und die MPP wird schon wieder nachlässig. Ich gebe auf, wenn ich noch einmal frage, mache ich alles nur schlimmer. Gehen Sie nach Hause und fragen Sie mich ja nie wieder. Wow, der alte Mann hat echt ein Problem. Wo bekomme ich jetzt bloß mehr Fossilien her? Ich würde mal sagen, auf einem anderen Planeten. Was? Was ist das? Das sieht sehr mächtig aus. Ach, du meinst das blaue Teil da? Keine Ahnung, was ist das wohl? Ach, das ist der obere Stein da. Das ist aus dem ersten Teil ein ganz, ganz wichtiger Stein. Die haben die alle Steine auf. Genau. Hey, halt! Ach, diese beiden. Was ist? Hier, hoch, ein Fossil. Du gibst mir das? Doch ich weiß, dass Colin wieder in Gefahr ist und ich will alles tun, um zu helfen. Hat ein Corona-Mineral für dich. Du hast das doch mitgebracht, oder? Ja, aber ich... Schon gut. Diese Fossilien wird auch zu allen einen großen Dienst erweisen. Na gut, du kannst es haben. Bist du sicher? Wenn dein großer Bruder sagt, dass er dir helfen wird, Colin zu beschützen, dann glaube ich ihm. Danke euch beiden. Ich hoffe, dass es helfen wird, uns vor der Gefahr da draußen zu schützen. Viel Glück. Das werden sie ganz sicher. Ich und mein kleiner Spectrops. Süß, oder?
Was muss jener sein? Heißt, wir müssen ihn vor sie hinhalten? Irgendwie schon, ja. Klingt, als wäre es nicht gut gelaufen, aber Ende gut, alles gut. Das Wichtigste ist, dass du jetzt ein Fossil hast. Komm zurück zu Patrouillenkreuzer. Gut, Jena, bis gleich. Ja, und das wird dann dementsprechend auch wahrscheinlich erstmal viel Gameplay geben. Wenn du es gerade erhalten hast. Hörst du das? Es ist Zeit für einen Weckruf. Okay, geh wir zum Labor im Frachtraum. Und das muss wohl das Teil da sein, wofür wir, ja, genau. Dann können wir da unsere Spectropes ein bisschen aufpeppen. Ob es noch funktioniert? Aber natürlich, los, versuch es. Mhm. Okay. Dann mal los. Genau. Würde ich auch sagen. Cool, okay, dann würde ich mal sagen, wir klicken hier auf Wecken. Wecken, oh nee. Zieh das Fossil, das du wecken möchtest. Schieb es nach oben in die Maschine, um das Spiel nach oben bewegst. Berühre das Die Empfindlichkeitsanzeige des Mikro bewegt sich, wenn du mit dem Fossil hast. Ja. Okay, das ist ja sehr einfach. Gut. Und hoch mit dem... Ach Gott, komm schon. Und los. Yeah. Coole Scheiße. Start. Oh Gott. Gut, 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 gut. Nicht schlecht. Oh, hey, das ist ein neuer. Den habe ich jetzt noch nie gesehen. Was ist denn das für ein, für einer? Shit. Shit. Shio. Shio 1. Wir nennen ihn Shitty. Ja, genau, Shitty. Das klingt nicht schlecht. Feuervieh. Interessant, gut. Ne, Moment. Shift. Gut. Shitty. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber scheißegal. Gut, dann geben wir gleich einen Inkubator. Also, ja, wir müssen ja zuerst Ende. Ja, okay, nee, Ende, fertig. Es geht um vielmehr so ein Fossil. Geh zu ihr und sprich mit ihr. Gut gemacht, Raiden. Das Labor ist eigentlich nichts anderes als ein ziemlich großer Prismod. Da kommen alle Spectrop-Spezialteile und andere Dinge rein, die nicht in den Prismod passen. Du kannst es ja auch als Übungsgelände für deine Spectrops vorstellen. Du kannst das Offizier des Raumgelände. Denk dran, Fragen ist der schnellste Weg, um Sachen herauszufinden. Danke, Jena, ohne dich wäre ich verloren. Ich will endlich verdammt nochmal spielen. Hier nicht immer Story. Ach, komm schon. Ja, wir können hier... Oh Gott. So, Moment. Ich will noch das Ganze jetzt ausprobieren. Ach, wir können nur... Ach so, okay, cool. Ja, das ist dann wohl nicht so cool. Hier könnten wir, also hätten wir noch ein DS, könnten wir da noch Sachen kurz einscannen und so scheiße. Genau. Aber haben wir nicht. Weil es ja kein echter DS ist. Ja. Come on, the Grand here. Ich habe einen Funkspruch von fossilen Forschungslabor auf Gensch erhalten. Wir glauben, dass der Hawkroll von Gensch angegriffen hat, noch vor Ort ist. Cool. Wirklich? Ja, es gibt
Berichte über ein verdächtiges Subjekt, das sich im Dschungel hinter der Labor aufhielt. Ich will, dass ihr sofort nach Genshi reist und nachseht. Verstanden, wir reisen sofort dahin. Cool, dann haben wir unsere erste Mission und wir können endlich verdammt nochmal spielen. Ach Gott, ein Dschungel. Ja, gerne. Das wäre nämlich cool, das wäre cool. So, Genshi. Dann verpissen wir uns mal. Gut. Ach, endlich Gameplay. Meine Fresse, oh mein Gott, komm, das bist du noch nicht. Wisst ihr, was ich krass finde? Nee, sorry. Lager. Oh, wir haben tatsächlich ja neue Objekte. Wir können das ja nicht einsetzen. Ja, cool, nee, dann ist in Ordnung. Das ist, glaube ich. Gameplay, erstmal Gameplay, das ist cool. Das ist echt cool. Dann können wir nämlich endlich mal ein bisschen die Welt davor schauen. Oh nein, komm schon. Schon wieder. Nein. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Hier lang. Keine Ahnung. Ich will auch mit denen gar nicht reden. Ich habe jetzt keinen Bock darauf. Ich muss wahrscheinlich. Das ist betreten. Dann müssen wir wahrscheinlich ins Labor eintreten. Wenn das möglich ist. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir mal irgendwie kämpfen können oder sowas. Ach so, Typ. Und wer bist du? Ich heiße Raylan. Ich bin von der Nanario Planetenpatrouille. Ich bin auf der Sondermission für Commander Grant. Und dein PP, ich wusste, dass du kommst. Ihr Jungs seid wirklich unschlagbar, schnell vorzustellen. Ich heiße Dick. Ich bin Chef der Fossilienforschungslabor, die direkt hinter mir. Ich habe gehört, dass ein verdächtiges Wesen im Dschungel lauert. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist für den Angriff auf das Labor verantwortlich ist. Durch den Angriff wurde die Sicherheitssperre aktiviert und jetzt kommen wir nicht rein. Das gibt wohl nur eine Lösung. Bitte hilf uns, Raiden. Niemand ist sicher, solange dieses Monster da draußen lauert. Finde es und erteile ihm eine Lektion, die sich gewaschen hat. Haha, darauf kannst du dich verlassen. Überlass das mir, Dick. Aus Sicherheitsgründen haben wir das Tor zum Dschungel geschlossen. Sprich mit der Wache am Tor. Viel Glück da draußen. Gut, dann werden wir wohl gegen einen Endboss kämpfen müssen. Weil in Spectroops 1 war das so, dass wir... Man hatte einen Endboss ganz am Schluss. Der war da richtig so, richtig OP und richtig fett. Na komm, lass uns einfach durch, okay? Spasti. Achso, kehrst du besser zu ihm. Danke für den Tipp. Viel Glück und mach keine Dummheiten. Zu überleben braucht es Mut und Muskeln. Ja, cool. Das hat uns nicht interessiert. Oh mein, meine Fresse. Heilige Scheiße. Ja, cool, dann joinen wir doch gleich in den Kampf. So, ja. Bam, bam, Odin. Ja, endlich können wir mal ein bisschen kämpfen, hier ein bisschen austeilen. Ja, komm. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich noch einen Special Move machen, aber... Hat nicht mehr gereicht. Okay, kommt gleich der nächste. Komm, bam. Bam, noch ein Schlag, komm. Und.
Ach, verdammt. Ich muss mir einfach merken, dass wir zuerst Y drücken müssen und dann W. Kommt noch eine Welle? Nee, wir haben es geschafft. Gegenstand erhalten. Aurorium C. Der Wilmaficken ist einfach definitiv besser in der Defensive. Wobei Kommando. Ja, ich nenne sie einfach Kommandozentrale und Wilmaficken. Kommandozentrale ist im Gegenzug viel ausgeglichener. Ist mal cool so zu vergleichen. Ich glaube, wir ownen zuerst mal. Oh Gott. Oh Gott. Bam. Der Typ, der Idiot geht einfach nicht weg. Einfach nicht weg. Gut, dann nächste. Nochmal zwei Blowers. Zwei Blowjobs. Und bam. Ey, scheiße, der soll aufpassen. Warum zur Hölle? Ich habe Y gedrückt und B. Das hat nicht gebracht. Ja, scheiße. Oh, Level Up. Ist cool. Nee. Nicht auf demselben. Ja, auf den. Komm. Bam. Bam. Scheiße. Cool, okay, ja, haben wir noch ein Level Up bekommen und ja, das war alles. Cool, dann scannen wir doch gleich mal nach neuen Regionen ab, nach Mineralien. Wobei, wir könnten, ja, Moment, scheißegal, das machen wir jetzt noch. Okay. Genau, Moment, genau. Werkzeug. Nein, ich will einfach ganz normal graben. Cool. Es ist eben auch ziemlich vorsichtsschwer, das zu. So, gut, wir können es nehmen und ja, aufheben. Cool, Sam. Haben wir ein Aurorium C erhalten? Das ist schon mal cool. Aber wir cutten hier, wir machen hier eine Pause und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren kommt hin. Tschüss.